Hallo Leute, hier ist der Stefan. Heute ist also mein kleines Cubi-Board gekommen, wie ich in meinem letzten Video schon angekündigt habe. Ist es auch ganz schnell gegangen. Und dieses kleine Cubi-Board, das packe ich jetzt gerade mal für euch aus. Und da ist also nicht viel drin, außer dieser kleinen Platine. Die sieht dann von unten so aus und von oben sieht das Ganze dann so aus. Ist also dem Raspberry Pi doch ziemlich ähnlich. Wenn ich jetzt mal diese kleine Plastikabdeckung hier abnehme, kann man das Ganze auch komplett rausnehmen. Und man sieht also wirklich, da gibt es hier diesen HDMI-Anschluss, den Stromadapter und auf der anderen Seite noch LAN, das ist auch bloß 100 Megabit. Und hier in der Mitte noch so einen kleinen Micro-USB-Adapter oder Mini-USB. Hier haben wir auf dem Board auf alle Fälle noch diesen SATA-Port. Das ist ein SATA-1-Port mit 300 Mbit. Das ist aber eigentlich für dieses kleine Board sicherlich ausreichend, weil der eh nicht so diese Prozessor-Power hat, um eine schnelle, ja, SATA 6 GB-Verbindung herzustellen. Ach, ich habe gesagt 300 Mbit, das sind natürlich 3 Gigabit pro Sekunde. Egal. Jedenfalls, außer der Platine an sich ist in diesem Gehäuse nicht mehr viel drin. Hier gibt es noch so ein Stromadapterkabel für SATA. Da kann man dann auf dieser Seite seine SATA-Festplatte anstecken und hat dann auch die Stromversorgung natürlich dazu. Und auf der anderen Seite gibt es hier so ein Mini-Kabel, mit dem man dann, das man dann halt ja auf der anderen Seite hernehmen kann, sozusagen auf dem Board. Und ich schätze mal, dann kann man hier dieses Teil auch irgendwo anstecken. Genau. Ich stecke es mal eben kurz für euch an. Da gibt es hier dann auf der Platine so einen kleinen Stromanschluss, in dem man dann dieses SATA-Kabel einstecken kann und natürlich den entsprechenden SATA-Port dazu. Und wenn man das dann gemacht hat, dann hat man halt hier die Möglichkeit, auf der anderen Seite seine SATA-Festplatte einzustecken. Okay, dann hat das Teil natürlich hier noch einen HDMI-Anschluss, wie gerade eben schon erwähnt. Und was noch mitkommt in der Verpackung, ist es ja ein USB-Kabel, das einem ermöglicht, dieses kleine Gerät dann über USB mit Strom zu versorgen. Das können wir jetzt auch gleich mal anstecken. Auf der hinteren Seite, wo dann auch der Netzwerkanschluss ist, befinden sich dann hier diese zwei Ports. Ach genau, und auf der anderen Seite ist dann hier noch dieser Stromanschluss. Da steckt man das dann einfach ein und hat dann die Möglichkeit, das Gerät dann über Strom zu laden. Im Großen und Ganzen ist das natürlich schon ein bisschen Kabelwurst. Allerdings muss man diese SATA-Geschichte hier nicht unbedingt anstecken, sondern kann das Board auch so betreiben, dass man sein Linux oder was auch immer man halt darauf laufen lassen will, dann auf diesen NAND-Speicher installiert, der 4 GB Größe hat und auf dieser Platine aufgelötet ist. Da muss man natürlich ein entsprechendes Betriebssystem haben, das einem das ermöglicht, da was drauf zu kopieren. Ich glaube, das kann man mit dem Unix-Tool Diskdump, also dem DD-Tool, auf alle Fälle machen. Oder was natürlich noch praktischer wäre, eine kleine Micro-SD-Karte zu haben in so einem SD-Kartenformat, damit man die auch in den PC anstecken kann und vom PC aus dann ein Linux drauf zu kopieren, auf diese Micro-SD-Karte, die dem Gerät hier einzustecken. Da ist hier auf der Seite noch so ein kleiner Micro-USB, wie sagt man, Micro-SD-Anschluss, also so ein Slot halt. Und genau, davon könnte man das Betriebssystem dann booten. Aber wie gesagt, ich würde ja ganz gern eine SSD haben, eine kleine, vielleicht mit 16 GB oder so. Und dann das Ganze davon booten. Das sollte ja auf alle Fälle deutlich schneller sein. Ansonsten hat dieses Board hier noch solche Programmierpins, die man dann für andere Zwecke verwenden könnte. Was ich aber nicht so mache, da ich in solchen Sachen eher unbedarft bin. Das Board hat noch zwei USB-Anschlüsse. Da kann man dann zum Beispiel seinen Stick einstecken oder was man halt so braucht. Ansonsten sieht das ganze Teil auch ziemlich cool aus. Auf der Seite gibt es hier noch, glaube ich, so einen ja, Lautsprecherausgang und einen Mikrofoneingang. Das ist ja so ein bisschen eigenartig aufgelötet auf die Platine, aber dafür bleibt die dann auch relativ flach. Und wenn man das jetzt mal mit dem Raspberry Pi vergleicht, gibt es da keinen großen Unterschied. Ich würde sogar. Nee, die sind eigentlich beide ziemlich gleich groß.
Und ja, das neue Board, also das Kewpie-Board, hat ja deutlich mehr Performance. Und zumindest was den Arbeitsspeicher angeht, ist es dem Raspberry Pi doch ein bisschen überlegen. Aber gut, das Kewpie-Board hat ja keinen so einen Video-Cinch-Ausgang wie der Raspberry Pi. Das ist hier dieser gelbe Anschluss, um zum Beispiel einen Fernseher anzustecken. Das macht man hier an diesem Kewpie-Board nur noch per HDMI. Was allerdings in den meisten Zwecken ja auch reicht, außer man möchte halt so einen alten Fernseher betreiben oder irgendwas in der Richtung. Ansonsten bin ich gespannt, wie sich dieses neue Kewpie-Board im Vergleich zum Raspberry Pi schlägt. Ich werde dann demnächst versuchen, ein Ubuntu Linux drauf zu installieren und mal gucken, wie das Ganze so läuft und ob man da vielleicht sogar auch richtig surfen drauf kann. Ich glaube, dieses Board kommt vorinstalliert mit einem Android 4 Betriebssystem, was ich so gelesen habe. Und im nächsten Video werde ich dann mal versuchen, das zu booten und euch zu zeigen. Das war's also erstmal mit meinem kleinen Unboxing-Video zum Kewpie-Board. Und dieses Kewpie-Board ist jedenfalls eine ziemlich coole Sache, ist im Moment nur per Pre-Order erreichbar, also erreichbar zu bestellen. Ich weiß nicht, wann es das im normalen Handel gibt oder ob es es überhaupt gibt, vermutlich eher nicht. Allerdings, wie gesagt, einfach mal auf die Webseite schauen vom Kewpie-Board. Die heißt, glaube ich, cubiboard.org und dann mal nachgucken, was man dafür so tolle Sachen sich überlegen kann mit diesem kleinen praktischen 75 Dollar oder 60 Dollar Board. Ich habe hier übrigens die Variante mit 1 GB Speicher, die gibt es auch noch mit 512 MB. Allerdings ist natürlich 1 GB Speicher schon eine feine Sache und würde ich auch mal nehmen für 10 Dollar mehr oder so. Alles klar, ich danke euch fürs Zusehen und freue mich bis bald. Bis dahin, ciao.